Hört es, ihr Kinder und große Leute. Es war eine Nacht, grad so wie heut. Es war die stille, die heilige Nacht. Da hat der Herr sich kundgemacht. Was damals geschah auf Bethlehems Fluren, das sagen euch heut unsere Krippenfiguren. Drum schaut und lauscht zum Himmel hinauf. Da kommen die Engelscharen zuhauf. Und hört, wie in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht. Nicht nur oben im Himmel der Engel Glanz verkündet es, auch bei uns unten ganz, da, wo sich Himmel und Erde berühren, da könnt ihr die heilige Nacht verspüren. Wenn auch die Menschen vielleicht noch schlafen, so ist es bei uns nicht, nicht bei uns Schafen. Aus Bethlehem ein Schaf, und drum verkünd ich euch's Evangelium und sag euch das, was dort geschehen und wie wir's vom Boden aus haben gesehen. Isaak denkt, der alte Hirt, ob's heut Nacht wohl wirklich wird, worauf warten alle Frommen? Wird heut der Erlöser kommen, worauf alle Frommen harren? Er harrt bei dem Schäferkarren. Dieser ist sein bestes Stück. Eigenheim und Wohnungsglück, Herd und Heim und Bett und ein Loch, woraus der Hund nachts hinaus zum Bellen kann. Wenn er bellt, weiß jeder Mann, dass hier irgendjemand wacht. Fragt sich nur, wer wird heut Nacht wohl als erster munter werden, wenn der Heiland kommt zur Erden? Wer verspürt zuerst die Stund? Ist's das Herrle? Ist's der Hund? Darum sieht man Isaak harren außerhalb vom Schäferkarren. Ich bin bloß ein kleiner Ochs, lieg im Stall in meiner Box, ganz allein soweit. Doch gebt Acht, anders ist heut Nacht die Nacht. Heute Nacht werd ich allein nicht mehr ganz verloren sein. Die Tür geht auf, und wer kommt rein? Es wird doch nicht mein Esel sein. Ja, der ist mein Esel, echt. Jetzt hat der heilige Lukas recht. Kommt der Esel rein bei Zeit, na ist das Kindle nimme weit.